auf den Boden zurückgekehrt, hat auch hier die Bundeswehr eine Waffenschau à la carte zu bieten. Von Paris nach Baumholder zu dem neuen Mehrfachraketenwerfer 110 mm SF-2. Zusammen mit einem neuen Feuerleitradar ergibt es das Waffensystem LAX-2. Als erstem Verband des Heeres wurde es in Baumholder dem Raketenartilleriebataillon 72 übergeben. Alles, was neu ist, muss man erst einmal kennenlernen. Eine Demonstrationsschau vermittelt erste Eindrücke. Munition wird immer teurer und deshalb knapper. Vier neu entwickelte Gefechtsköpfe liegen für das Waffensystem LAX-2 bereit. LAX, das heißt leichtes Artillerieraketensystem, und es besteht aus dem Raketenwerfer sowie dem Feuerleitradar. Der Werferbediener bekommt den Countdown von 5 bis 0, feuert dann ab und durch den... FERA heißt das Zauberwort, das in Zukunft die Zielbekämpfung wirkungsvoller machen soll. Die Verbindung zwischen diesem Feuerleitgerät und dem Werfer geschieht durch eine Datenübertragungsanlage. Das FERA Allwetter-Feuerleitradar ist auf einen geländegängigen 5-Tonner der Kfz-Folgegeneration montiert. Alles also ist neu an diesem Waffensystem. Den entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Treffgenauigkeit der Raketenartillerie und der Verkürzung der Reaktionszeiten leistet das FERA-Gerät. Dies ist ein Meilenstein in der Artilleriegeschichte, denn erstmals wird die automatische Datenübertragung durch Datenfunk realisiert. Zum Einschießen werden aus den eingegebenen Stellungs- und Zieldaten Einstellungswerte und Anfangskommando errechnet und an den Grundwerfer übermittelt. FERA verfolgt die Flugbahn der Pilotschüsse, stellt durch Vergleich der Ist-Werte mit den gespeicherten Soll-Werten die Abweichung von der Flugbahn fest. Die Werte werden gemittelt und dann für das endgültige Feuerkommando an den Werfer weitergegeben. Das hört sich logisch an, doch zu machen war es erst im Zeitalter der Elektronik. Grau ist alle Theorie und die Zaungäste warten gespannt auf den Countdown. Zum neuen Gesicht des Mehrfachraketenwerfers trägt auch das Trägerfahrzeug der neue 7-Tonner bei. Neu konstruiert wurde ebenso der Zwischenrahmen, der Fahrzeug und Werfer verbindet, wie die gesamte Waffenverkabelung und Elektrik. Wer mit dem Waffensystem LAX-2 umgehen will, darf nicht auf den Kopf gefallen sein. Der geländegängige 7-Tonner ist übrigens ein allradbetriebenes Dreiachsfahrzeug. Die militärischen Forderungen an das Raketenwaffensystem: Flächenfeuerwaffe, hohe Feuerkraft, Reichweite um die 14.000 Meter, leichte Beweglichkeit des geladenen Raketenwerfers. Das alles ist erfüllt. In der Regel wird LAX zugweise, das heißt mit vier Werfern, eingesetzt. In Baumholder sollte sich nun für alle sichtbar zeigen, dass die Richtung stimmt, bis hin zur Bekämpfung von Panzern mit Wurfminen. Mit FERA, mit dem Feuerleitradar, kann man unabhängig vom Wetter bei geringem Munitionsverbrauch schneller und genauer treffen. Erste Richtkontrolle, Jastra 0891, komm. Erste Richtkontrolle, 0891! Grundrichtung 1600. Die Raketen sind mit einem Radar-Echokopf ausgerüstet. Da der genaue Zielraum nach einigen Pilotschüssen zügig und exakt ermittelt wird, entfällt langes Einschießen. So können in kürzester Zeit Panzerabwehrminensperren errichtet werden. Und nun sind wir lange genug auf die Folter gespannt worden. Ein wahres und wirksames Feuerwerk, ein Wirkungsschießen, das durch die Datenübertragungsanlage, durch FERA, vollendet wird.